Hallo zusammen und willkommen zu meinem letzten Test von Realms of Arcania, Blade of Destiny, also dem Remake von DSA 1, auf den sehr viele Leute sehr lange gewartet haben. Und gestern beim Release war ich ziemlich geschockt, wie das Spiel aussieht. Jetzt gab es aber in der Zwischenzeit den berühmten 16-Uhr-Patch auf Steam, der alle Probleme beseitigt haben soll. Und das will ich mir jetzt mit euch zusammen mal angucken. Nebenbei über alles meckern, was mir bis dahin aufgefallen ist. Was mir zuerst aufgefallen ist, das Menü ist bei 1920x1080 doch dezent zu klein. Und gefühlt 50% des Bildschirms sind einfach schwarz. Das ist nicht so schön gelöst. Aber gut, neues Spiel. Und die Versionsnummer ist immer noch 1.01. Okay, aber das hier könnte sich verändert haben. Hätten sie ruhig 1.02 draus machen können. Aber na gut. Also, wir sind jetzt wie im Original in dem Travia-Tempel in Torvald. Und das war der erste Schock, den ich hatte. Ich kann mit schlechter Grafik arbeiten. Ich kann nicht mit guter Grafik arbeiten, die schlecht umgesetzt wird. Und das ist hier der Fall. Also wer auch immer für die NPCs und für die Inneneinrichtung von Räumen zuständig war, hat keine Ahnung davon, wie man grafisch gute Hände darstellt und allgemein Körperproportionen darstellt. Das ist einfach nur... Uah. Also falls ihr Might & Magic 9 mal gespielt habt, wisst ihr ganz genau, was ich meine. Das Spiel hatte viel Potenzial, aber es wurde einfach nicht ausgereizt, weil die Leute, die es gemacht haben, nicht gut genug waren in ihrem Job. Das war eine herbe Enttäuschung, also auf den ersten Blick schon. Und danach ging es eigentlich nur abwärts. Eine Sache, die mich zum Beispiel auch gestört hat, waren die Piktogramme hier. Warum soll das hier heißen, ich generiere einen Charakter? Das ist eine schnelle Bewegung. Schnelle Bewegung hat nichts mit Charaktergenerierung zu tun. Da müsste ein kleines Baby sein oder ein Baum vielleicht, irgendwas in der Richtung, aber nicht ein schnelles Männchen. Und was bedeutet der Helm da? Ratet mal. Kann ich euch nicht sagen, heißt Gruppenmanagement. Beten kann man noch einigermaßen verstehen, aber allgemein, das hätten sie wesentlich besser gestalten können. Aber gut, ich zeige euch mal die Helden, die hier vorher ausgewählt wurden. Erstmal sieht man die AE-Punkte nicht ganz, sie verschwinden unten im Bildschirm. Obwohl ich auf Vollbild spiele bei 1920x1080. So. Nächster Negativpunkt, der mir aufgefallen ist. Man kann nicht bei allen Dingen sofort erkennen, was es ist. Also ja, man kann, wenn man die Augen ein bisschen zukneift, erkennen, dass da irgendwas Längliches ist. Das könnten Pfeile sein. Aber für mich persönlich ist es viel zu schwer zu erkennen. Kann auch sein, dass ich ein bisschen älter werde und langsam nicht so gut alles sehe, aber... Für mich ist das viel zu klein und unübersichtlich. Zum Beispiel das da. Das kann Lederzeug sein, ja. Das könnte auch ein Baumstamm sein. Oder ein Köcher. Für mich nicht besonders schön gelöst. Das Interface hier allerdings finde ich schön übersichtlich. Man kann hier dann noch zwischen den Kampfwerten scrollen. Talente ist alles soweit in Ordnung. Zauber werden nur die aufgeführt, wenn ich es verstanden habe, die sie auch sprechen können. Also es ist nicht so, dass die ganze Liste aufgeführt wird und dann, ne? Zum Beispiel sieht man bei ihm, er hat nur Antimagie-Beherrschung brechen. Sie als Hexe hat auch noch Verwandlung beenden und Geister bannen. Und es gibt eine kleine Erklärung dazu. Zauberer erscheint harmlos. Ja, okay. Es könnte noch besser erklärt werden, was genau im Spiel dadurch passiert, aber allgemein ist es schon mal nett zu haben. Das ist einer der wenigen Positivpunkte zum Beispiel. Dass man nicht so allein gelassen ist wie im Originalspiel. Eine Hexe mit Schutzkost Preios. Sehr schön. Aber ja, ich zeige euch mal, wie es draußen aussieht. Mit einem Schwenk über die hässliche Grafik. Was vollkommen unnötig ist in meinen Augen. Aber gut. Jetzt sind wir draußen. An sich sieht es sehr schön aus. Aber es erinnert so ein bisschen an Mount & Blade. Mount & Blade hat auch sehr schöne, wenn man es richtig einstellt und moddet. Sehr schöne Grafik, aber es wirkt halt alles sehr platt und tot. Und das ist hier genauso. Also ja, es stehen NPCs rum. Und die Kinder, wie man da hinten sehen kann, man kann übrigens nicht strafen, deswegen drehe ich mich jetzt mal so komisch. Die Kinder hier, die bewegen sich sogar. Was sind auch die einzigen, die sich bewegen. Und hat er da ein Loch im Kopf? Jo, er hat ein Loch im Kopf. Also fehlende Texturen. Das, denke ich mal, ist aber leicht zu beheben. Aber dass es allein überhaupt schon da ist,
ist ein wenig ärgerlich, denn das hier soll ein fertiges Spiel sein. Das soll keine Alpha sein, das soll keine Beta sein. Das soll nicht in den kommenden Wochen besser werden, sondern das soll jetzt fertig sein. Das waren die Worte. Und NPCs. In den Foren wurde gesagt, dass man doch froh sein soll, dass überhaupt NPCs da sind. Das geht in meinen Augen gar nicht. Wenn ein Kunde sich beschwert, dass etwas nicht so ist, wie er es gerne hätte und das einigermaßen gut formuliert und nicht, ey Alter, ist alles scheiße, sondern es wirklich gut formuliert, dann sollte er nicht vom Entwickler angepumpt werden, dass er froh sein soll, dass sie überhaupt da sind. Ehrlich gesagt hätte ich lieber gar keine NPCs als solche Typen, die einfach nur dumm rumstehen. Bei ihr fehlen übrigens auch Texturen. Die einfach nur dumm rumstehen mit offenem Mund und vor sich hin starren. Und das mit diesen Killerpranken an den Armstümpfen. Das baut für mich nicht Stimmung auf. Da wär's mir lieber ganz ohne. Zumal die Leute hier einfach so dumm rumstehen. Und bei den Marktständen, wo man eigentlich Händler erwarten würde, ist keiner. Sondern man hat nur einen Marktstand. Ja, auch nicht gerade sehr schön. Klicken wir mal auf gemischt Waren und wir würden gerne einkaufen. So, hier ist es ein bisschen besser gelöst. Die Symbole sind schön groß, man kann erkennen, was was ist. Aber wir haben nicht besonders viel zum Einkaufen, das ist schade. Was ist das da? Was ist das da? Das war irgendeine Brosche, die komischerweise noch angezeigt wurde, obwohl gar keine hier ist. Und der erste Kotfetzen, der uns auffällt. Das, dachte ich mir, wird eigentlich von dem Patch behoben. Weil solche Codesachen sind normalerweise, dass vergessen wurde, dass der Link nicht richtig gesetzt ist. Eigentlich müsste da jetzt eine Textinformation auftauchen, die zu diesem Wert führt. Also würde jetzt hier stehen, Creme, hier kann man gemischt Waren kaufen, sowas in der Richtung. Aber der Text, hier kann man gemischt Waren kaufen, ist nicht richtig verlinkt. Zu diesem Market-All-0. Ja. Also sowas hätte man mit dem Patch wirklich gut beheben können. Und das ist nicht das Einzige. Ich kann euch mal das Quest-Tagebuch zeigen. Das müssen wir hier... Ah, okay. Aufgaben haben wir keine. Wenn ich hier versuche zu scrollen, macht er erstmal nichts und dann schließt er das Ding einfach. Das ist nicht schön. So. Wenn wir jetzt zu Rezepten gehen und da ein bisschen durchgucken, sehen wir zum Beispiel... Gutersunden 12, Gutersunden 11. Hier in den Fjorden, da geht man nicht zu Fuß. Wer von Gutersunden genug gesehen hat, muss sich schon ein Schiffs... Gutersunden 11, Gutersunden 12. Nicht schön. Echt nicht schön. Und er hat schon wieder das Ding geschlossen. Und wenn man nicht genau auf das klickt, was sie gerne hätten... Etwas funktioniert nicht. Ja, was denn bei etwas funktioniert nicht? Falls das Problem nicht gelöst werden kann, es gibt ausgiebige Betreuung und Patches durch Crafty Studios. Wir bitten nur um etwas Geduld. Falsch. Ihr hättet das Spiel gar nicht rausbringen dürfen. Das war auch ein Argument von den Herstellern. Dass man gefälligst nicht so rummotzen soll. Also wirklich so in der Tonlage, ne? Man soll gefälligst nicht so rummotzen. In ein paar Wochen werden die Sachen wohl nach und nach auch gefixt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in den nächsten Wochen... ihr Budget verdreifachen oder vierfachen, dafür Designer einstellen und alle NPCs neu generieren zum Beispiel. Und alle Inneneinrichtungen. Das glaube ich denen einfach nicht. Außerdem, wie gesagt, heute ist Release-Tag oder gestern, da muss das soweit fertig sein. Und da muss nicht die Hälfte kaputt sein. Aber gut. Ein Logikfehler, der mir noch aufgefallen ist, also von der Story her, wenn man zum Hafen geht, also zum einen kann man den Hafen selbst nicht betreten. Was ich schon mal nicht schön finde. Wenn ich eine komplett begehbare 3D-Umgebung habe, dann würde ich auch gerne eine komplett begehbare 3D-Umgebung haben. Und nicht einfach nur vorm Zaun stehen. Ja. Ups. Noch eine Sache. Die Bewegung ist verzögert. Eben gerade musste ich mich körperlich quasi anstrengen. Nee, nicht wirklich. Aber ich musste mich hier rumkrampfen. Weil ich gedrückt habe, Vorwärtsbewegung und Rechtsdrehung und die Drehung kam erst nach einer halben Sekunde. Klingt nicht viel, aber Verzögerungen machen das Spiel sehr, schleimig, zäh in der Bewegung. Und das ist nicht schön. Na gut, wir gehen zum Hafen. Und wir sehen hier die Chalansstolz. Das ist das Schiff von der Hafen, von der Seebraut, die ein Kartenstück hat. Mensch, ist das nicht Swafniki Eaglesdotters Schiff, meint Ilga aufgeregt. Er dürfte erstmal gar nicht wissen, wer das ist.
Von der erfahren wir erst später durch einen Tavernenbesuch, wenn ich mich recht erinnere. Schauen wir uns den Kahn an. Zu Hilfe, Diebe! Ruft der Fischer. Aus allen möglichen Ecken des Hafens kommen Leute angerannt. Da ihr euch unmöglich mit einer ganzen Menschenmenge anlegen könnt, müsst ihr euch geschlagen geben und von Bord gehen. So, also, wir kriegen eine komische Wave-Datei vorgespielt, obwohl wir eigentlich nur mit der Swaffnils Egelsotter sprechen wollten. Das gehört wohl zu dem normalerweise mit dem Schiff, das da liegt. Also wenn man normalerweise in den Hafen geht und versucht, ein Schiff zu betreten, dann kommt diese Wave-Datei und man wird vom Bord geschmissen. Aber das ist momentan gar nicht der Fall. Wir sprechen momentan mit der Egelsdotter. Und trotzdem kommt das Ding ab. Auch nicht schön. Auch nicht schön ist, dass wir überhaupt mit ihr sprechen können. Und dass sie uns sagt... Als ihr euch dem Schiff nähert, seht ihr an Bord eine Frau von kräftiger Statur, die mit dem Aufwickeln von Tauen beschäftigt ist. Offensichtlich ist sie so in ihre Arbeit vertieft, dass sie euch nicht bemerkt. Hat auch nichts mit dem Text zu tun, der hier steht. Beziehungsweise das, was er sagt, kommt vor dem Text. Ist auch nicht schön. Es sollte alles geschrieben dastehen. Aber gut, wir sagen jetzt, wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs. Wir wissen noch gar nicht, dass der Hetman überhaupt Helden sucht. Geschweige denn, dass er uns als die Helden ausgewählt hat. Erschrocken. Ja, das klicke ich jetzt einfach mal alles weg. Das ist einfach nur doof. Bye bye und weg. Und jetzt werden wir mit dem Schiff mitgenommen. Normalerweise nimmt es uns mit dem Schiff mit. Aber wir können uns nicht aussuchen, wohin. Fahren wir mal nach Bremen. 24 Dukaten dauert das Ganze, kostet das Ganze. Ihr könntet die 24 Dukaten von euren 19 Dukaten gar nicht leisten. Na gut, dann dahin. So, da kommt jetzt ein stylischer Strich. Das ist soweit ganz okay. Zeit schreitet voran. Und das finde ich so auch ganz gelungen. Auch die Karte an sich ist schön gelungen. Es gibt halt Lichtblicke in dem Spiel, aber es gibt zu viel für mich, was dagegen spricht. Außerdem kann ich die Städtenamen nicht ordentlich erkennen auf der Karte. So, nächste Stadt. Aber ich würde euch gerne nochmal abschließend zu diesem kleinen Test zeigen, wie ein Kampf aussieht. Dazu müsste ich die Stadt erstmal verlassen. Und ich müsste wissen, wo man die Stadt verlässt. Karte. Ja, das ist die Karte. Sehr schön. Das Äußere wird alles aufgedeckt und der ganze innere Block wird einfach schwarz gemacht und dann nach und nach durch Neonzeichen aufgedeckt. Finde ich auch nicht besonders gut gelöst. Und warum ist der Tooltip immer noch da? Ja, wir haben jetzt durchgehend einen Hesinde-Tempel in unseren Display eingebrannt. Und hier wieder Tore. Ich will keine Tore, ich will... Raus! Ich will die Stadt verlassen. Was ist das da? Ich habe die Stadt verlassen, weil ich auf einen komischen Steinhaufen geklickt habe. Ja, wir reisen jetzt einfach mal dahin und hoffen, dass wir unterwegs angegriffen werden. Ja, Rast, eine gute Idee. Jo. So, und irgendein komischer dicker Mann steht in unserem Lager. Das ist bestimmt keiner unserer Helden. So, schlafen, 10 Stunden, okay. Und schwenk weg von dem Mann. Weiter reisen. Komm schon, irgendwo muss doch eine Ork-Patrouille sein. Das hier unten mag ich übrigens auch. Wir sind auf einer Straße, wir haben einen klaren Himmel und wir haben es mäßig warm. Das macht es ein wenig einfacher... Ja, wir wollen rasten. Das macht es ein wenig einfacher zu wissen, wann man Schlafsäcke braucht, wann man Winterzeug braucht und so weiter. Weiter reisen. Ich wollte Torwall nicht betreten. Das finde ich komisch. Ich war mir ziemlich sicher, dass man früher die Wahl hatte, ob man eine Stadt betreten wollte oder nicht, wenn man dran vorbeikommt. Die Wahl haben wir jetzt wohl anscheinend nicht mehr. Das ist schade. Und ich wollte nicht Torwall betreten, ich wollte die Stadt südlich. Also da ist Torwall, da sind wir. Da will ich hin, nach Serske. Und ich kann Serske nicht auswählen. Und die unteren Städte kann ich gar nicht auswählen.
Das heißt, ich kann gar nicht nach Süden reisen. Das ist auch sehr schön. So, nach da geht's. Map Text für Tjolla. Also es tut mir wahnsinnig leid. Aber das Spiel ist für mich echt ein Flop. Vielleicht, wenn man ganz viel Geduld hat und wenn man ein absoluter Hardcore-DSA-Fan ist. Und anscheinend nicht so oberflächlich ist wie ich, dass man jedes Mal auf diese Pranken guckt, dann könnte es interessant sein. Aber dann kann man genauso gut das Original spielen. Auf in den Kampf. Wir wurden also überfallen. Keine stylische, hey du, da ist irgendwas im Gebüsch. Und Dialogtexte vorher, nö. Auf in den Kampf. Ausrufezeichen. Und wir sehen einen Baum. Und ich kann nicht... Wie bewege ich die Kamera? Also mit rechter Maustaste drehe ich nur die Kamera. Mit linker Maustaste... okay. So, wir haben ihn hier. Du gehst dahin. Chup, 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 chup. Okay. Und dahin. So, was haben wir da? Wir haben einen Ogre, der aussieht wie ein Skelett. Wir haben den Magier Tim. Wie zauberst du, Magier Tim? Zaubersprechen. Tim ist gar kein Zauberer. Tim ist was? Tim ist Druide. Druiden sind Magiebegabte. Und er hat auch eine Zauberleiste. Tim, Zaubersprechen. Tim kann nicht zaubern. Ja, kann nichts machen. Okay, nächster. Fireno. Fireno ist ein Firnelf. Firn, ne? Kann also dementsprechend auch zaubern. Müsste einen Fulminictus können, müsste einen Blitzdicht finden können. Ich habe rechte Maustaste gedrückt, nicht linke. Also rechte und linke ist wofür die Bewegung da. Ja, und er kann auch zaubern. Sehr schön. Und er zaubert auf sich selbst einen Fulminictus. Ja. Noch ein Ogre, der aussieht wie ein Ork. Also nicht wie ein DSA-Ork, sondern wie ein Warhammer-Ork oder... ne? Wer bist du? Du bist die Hexe. Verwandlung oder Heilung? Schritt ist 8. Ziel ist 8 Schritte entfernt. Die Reichweite beträgt nur 7 Schritte. Ja, okay. Du, weg. Nächster. Fria. Fria wird unsere Torwallerin sein. Mit einem ziemlich übertriebenen Helm. Da kommt jetzt ein richtiger Ork. Der genauso aussieht wie der Ogre. Und der Ogre, der aussieht wie der... lassen wir das. Ilgar. Ilgar, du kommst auch nach vorne. Ich will gucken, wie die Leute zuhauen. Ork, noch ein Ork. Alle sehen gleich aus. Also bei Orks ist ja auch klar. Aber dass der Ogre genauso aussieht, nur ohne Stange, finde ich nicht so toll. Und dass der Ogre viel zu dünn ist und wie ein Skelett aussieht. Das finde ich auch ziemlich albern. So. Weiter. Weiter. Tim kann eh nicht zaubern. So. Skelett-Ogre kommt. Warum kann ich Skelett-Ogre? Nein. Du geh dahin. Warum kann ich jetzt gerade Fria steuern? Die war doch gar nicht ausgewählt. Na gut, du wartest einfach mal hier. Du wartest hier. Wie kommen wir da näher ran? So weit, so gut. Also ja, wenn man von den grafischen Sachen mal wieder absieht, also wie die Charaktere aussehen, könnte es ein solider Kampf werden. Und ich kann nicht auf ihn schießen, weil... weil was? Keine Sichtlinie zum Ziel da ist. Da ist eine Sichtlinie. Sogar eine ziemlich gute Sichtlinie. Das finde ich jetzt nicht so schön. Komm schon, gib mir eine Sichtlinie. Also weil die Bettlaken da am Weg sind, habe ich jetzt keine Sichtlinie. Schöner Standardfehler. Jetzt kann ich schießen. Nicht genug Aktionspunkte, okay. Er haut unseren Magier Tim. Übrigens keine Sounds, ne? Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Keine Kampfsounds, nur die geklaute Musik.
Du schießt mir bitte auf den Fernangriff. Und der 4-11 benutzt eine Armbrust, stilischerweise. Ist ja nicht so, dass er einen Bogen in der Hand hätte. Und du schießt mal auf den Ork. Du kannst wieder nicht zaubern. Weil du ein Druide bist, der anscheinend nicht als Zauberer gilt. Frija, du hau mal bitte den Ork. Ja, gibt's Computer berechnen? Was bist du? Du bist ein Schädel mit einem Sternchen drin. Das nichts macht. Okay. Spiel laden, Spiel verlassen. Nö, es gibt keinen Kampf berechnen. Es gibt keine Gruppe berechnen, also dass der Kampf schneller abläuft. Man muss alles von Hand machen. Das heißt, jeden Ork-Angriff, der zum Beispiel der Level 10 ist, von Hand. Bin ich auch nicht schön. Aber ja, mir soll das auch fürs Erste erstmal reichen. Ich hoffe, euch auch. Ich bin nicht wirklich motiviert, hier weiter reinzugucken. Ich habe gerade ja erst das erste DSA durchgespielt gehabt mit euch zusammen. Das finde ich wesentlich, wesentlich besser und in sich geschlossener als was auch immer das hier sein soll. Ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend überzeugen, das Spiel nicht zu kaufen oder wenn überhaupt erst in ein, zwei Monaten mal reinzugucken, was sich denn alles verbessert hat. In dem Sinne, bis bald.